Adelaide hat einen köstlichen Kuchen aus künstlichem Maniok zubereitet, um ihn ihrer Mutter zu bringen. Mutig weigert Susa sich, sie zu begleiten. Er lässt sie allein gehen und trägt ihr Grüße auf. Eines Samstags fand sie unter der Tür einen Zettel. Warum zieht ihr nicht um? Am Sonntag waren es zwei. Gelbliche Zettel, wo sie die wohl her hatten. Bleibt uns vom Halse, tragt dieses Loch in der Hand woanders hin. Wir werden die Zivilitäre rufen, wenn ihr nicht geht. Verschwindet! Adelaide brachte mir die Zettel ans Bett. 7:15, ich war nicht aufgestanden. Sie wunderte sich. Seit wir uns kannten, blieb ich nie länger im Bett. Hatte die Decken über meinen Kopf gezogen. Der Morgen war kalt. Ich fühlte, dass sie unschlüssig stehen geblieben war. Dann berührte sie mich. Um wie viel Uhr gehen wir zur Mutter? Ich gehe nicht. Heute ist aber doch Sonntag, sie warten auf uns. Ich gehe nicht. Und was soll ich sagen? Du könntest wenigstens mitkommen und so tun, als ob, damit sie sich keine Sorgen machen. Geh du doch. Mutter wird traurig sein. Soll sie doch. Ich blieb so lange im Bett, dass sie genügend Zeit hatte, einen Maniokkuchen für Mutter zu backen. Jeden Sonntag macht sie einen. Künstliches Maniok ist ein gelbliches Pulver, das sie in Plastikbeuteln verpackt. Verkaufen. Es scheint den gleichen Geschmack zu haben, aber die Erinnerung kann täuschen. Adelaide beschwert sich nur über die Konsistenz. Reinster Gummi. Sie kam ins Zimmer, um mir zu sagen, dass der Kaffee fertig sei, und ging schluchzend hinaus. Für einen Augenblick verspürte ich Lust, hinter ihr herzulaufen, sie nicht allein zu lassen, aber dann rührte ich mich nicht. Das Zimmer war angenehm im Dämmerlicht. In die Sonne hinauszugehen bedeutete schwitzen. Den ganzen Tag draußen in der schwülen Hitze zu verbringen, entmutigte mich. Als sie abends zurückkehrte, beobachtete ich gerade das Loch in der Hand. Der Fußboden war voller Zigarettenstummel und Essensreste. Schweigend machte sie sauber. Nichts verwirrte mich mehr als eine nicht ausgesprochene verschleierte Anklage. Das Unbehagen in der Luft. Adelaide nutzte den Sonntagabend zum Saubermachen. Dann war die Wohnung frischer. Danach badete sie und legte sich ins Bett. Die groben Arbeiten überließ sie der Putzfrau. Türen, Fenster, Kacheln, Bäder. Sie ging durchs Zimmer und schien sich vor etwas zu ekeln. Sie sah mich nicht an. Merkwürdig, dass sie mich nicht ansah. Was hatte sie vor? Mutter lässt dich grüßen. Sie sagt, es sei schade, dass du nicht da warst. Ich habe gesagt, wir kämen nächste Woche wieder, dass du zu tun hattest. Ich bin fast gestorben vor Scham. Ich glaube, Vater hat es gemerkt. Sie bohnerte mit der Maschine und rieb mit einem weichen Lappen nach, bis der Boden glänzte. Seit Jahren sagte ich, lass uns den synthetischen Lack auftragen, damit ersparst du dir all diese Arbeit. Aber sie meinte, Wachs gäbe einen Glanz, den man mit dem Synthetischen nicht erreiche. Und der Geruch nach Wachs breitete sich im Haus aus und brachte mir die Samstagvormittage zurück. Samstagvormittag, meine Kindheit. Seifenwasser schwappte über Fliesen und Böden. Bettdecken hingen im Fenster und auf der Wäscheleine. Matratzen in der Sonne. Die Besen auf dem Bürgersteig. Das Wasser benetzte den heißen Stein. Der feuchte Geruch stieg in der ganzen Straße auf. Laute Fröhlichkeit. Überall das gleiche Ritual. Frauen hingen in den Fenstern, um die Scheiben zu putzen. Staubwedel fuhren über die Möbel. Waschräume, Veranden und gute Stuben wurden kräftig geschrubbt. Lange Stiele mit einem Lappen am Ende, mit dem die Spinnweben in den Zimmerecken weggewischt wurden. Betttücher, die nach Sonne und Zedern
und Mottenkugeln rochen, wurden aus Fächern hervorgekramt. Nur ein Haus blieb geschlossen, still, gewährte keinen Einlass. Abseits, an der Ecke unseres Blocks, eine Familie von Sabbatisten. Inmitten der katholischen Häuser wie ein Splitter unter dem Fingernagel eingegraben. Früh morgens schlossen sie das Haus auf und gingen fort, vielleicht um nicht Zeuge jener sündhaften Geschäftigkeit zu werden. Sie waren für uns so fremd wie Seo Moses, ein Jude, der Eier verkaufte. Wie neugierig wir waren. Meine Mutter erlaubte uns nicht, mit ihnen zu reden. Die Protestanten waren Ketzer, sie hatten sich geweigert, dem heiligen Papst zu gehorchen. Und die Juden hatten Jesus getötet. Ich stellte mir vor, wie Seo Moses verfaulte Eier auf das Kreuz warf. Alle zwei Wochen kamen die Männer von der Präfektur mit ihren Sensen vorbei, hackten das Unkraut weg, das zwischen den Pflastersteinen wuchs. Tagsüber hörte man den rhythmischen Schlag des Eisens, wobei Funken aus den Steinen sprangen. Das geschnittene Gras verbreitete seinen Duft über den ganzen Block. Jeder Tag hatte seine Besonderheit, seine Atmosphäre. Montag, der weiße Tag, volle Wäscheleinen, die Frauen über die Waschtube gebeugt. Sie sangen. Vormittags konnte man alle möglichen Lieder hören. Eine seltsame Mischung von Volksliedern, die einen einzigen Klang bildeten. Fast immer denselben. Dienstags machten sich die jungen Mädchen für das Kino schön. Romantische Filme. Mittwochs gingen die Frauen am späten Nachmittag zur Kirche. Donnerstags Kino für alle. Freitags blieb man zu Hause. Samstagmorgen war Putztag. Nachmittags holte man die Kleidung von der Reinigung. Abends Kino oder Tanz. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob Dienstag oder Samstag ist. Den einzigen Unterschied bildet der Sonntag, weil man da nicht arbeitet, aber man spricht schon davon, von einem Gesetz, das den freien Sonntag aufheben soll. Was nützt es, an diese Dinge zu denken? Als sei ich ein seniler, träumerischer Alter. Schlimmer noch, einer, der von dem fantastischen Leben auf einem verloren gegangenen Planeten träumt. Alt. Wie kann man mit 50 Jahren alt sein? Bin ich aber. Manchmal sehe ich, wie sie mich überrascht anblickt, weil ich noch aufrecht gehe, lebe, herumlaufe. Die Menschen sterben mit 35 oder 40 Jahren. Im letzten Jahrzehnt hieß es, im Generalsender stieg die durchschnittliche Lebenserwartung auf 43 Jahre. Guter Durchschnitt, hatte mein Neffe dazu bemerkt. Es gibt zu viele Menschen. Denk nur nicht, das System will noch mehr haben. Im Gegenteil. Wo kämen wir dahin? Wohin mit so vielen Leuten? Und wenn man bedenkt, dass wir in den offenen 80ern schon bei einem Durchschnitt von 74 angelangt waren. Wir sind ein junges Land, gab der Neffe stolz von sich. Hast du im Schlafzimmer geraucht? Ein bisschen. Ein bisschen. Sieh mal all die Asche, die Kippen. Was ist mit dir los, Susa? Sag doch. Fühlst du dich nicht gut? Sollen wir zum Posten gehen? Zum Posten gehen, nur weil ich im Schlafzimmer geraucht habe? Das hast du in deinem ganzen Leben noch nicht getan. Du weißt, dass ich Zigarettengeruch im Schlafzimmer hasse. Ich rauchte weiter, während sie sich beschwerte. Man muss wissen, dass sich eines Tages einmal etwas ändert. Wie kann Adelaide nur so unempfindlich sein? Die ganze Welt dort draußen wandelt sich und sie lebt so weiter. Na gut, ich habe auch einfach weitergemacht. Ich habe Jahre damit verbracht, einfach zuzusehen, ohne zu handeln, ohne zu reagieren. Trauma meiner vorzeitigen Pensionierung. Eine Schwäche, zugegeben. Ich bin aber nicht stark. Bin ein einfacher Mensch, der seinen Alltag zu leben versucht, glücklich sein will, etwas im Leben vollbringen möchte. Plötzlich aber hat dieses Verwirklichen keinen Sinn.
weil man nicht weiß, wozu. Ich kann mich aber auch nicht hinsetzen und auf den Tod warten. Warten, bis sie mich in eine Anstalt bringen, in ein Altersheim. Einen Ort, wo ich mit niemandem sprechen kann. Adelaide lief weg. Sie schlug die Badezimmertür zu. Ich hörte, wie sie sich übergab. Dann kam sie heraus, zögerte und ging ins Wohnzimmer. Wie kann man mit einer so ängstlichen Frau leben, die ziellos hin und her läuft? Susa, ich habe mich entschieden. Ich erschrak. Ich war ein bisschen eingenickt. Sie stand vor dem Bett und hielt den Erste-Hilfe-Kasten in der Hand und sah mich an. Endlich ein neuer Ausdruck in Adelaides Gesicht. Fest, entschlossen. Ein Blick voller Hass und Bestimmtheit. Sie setzte sich auf das Bett und nahm meine Hand. Ich zog sie weg. Sie ergriff sie energisch wieder. Sieh mal einer an. Entweder klebe ich ein Pflaster drauf oder ich gehe. Und zwar sofort. Du wirst nichts drauf tun. Lass das Loch in Frieden. Ich dachte, damit sei der Fall erledigt.